Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play The Vanishing of Ethan Carter. Ich schien gerade Ethan Carter gefunden zu haben und dann doch nicht, aber ich muss jetzt mal gerade lesen, was hier drauf steht auf diesen Zetteln. Ich versuchte, sie einzumauern, aber sie wehrte sich. Am Ende konnte ich es nicht tun, nicht meine Frau. Weder sie noch der Schläfer ist zufrieden. Jetzt muss ich entscheiden, vor wem ich mich mehr fürchte. Ich bin nicht ich selbst, war nicht ich selbst. Heute wieder Stimmen, gleich wie gestern. Das ist äußerst ärgerlich. So, wo ist Ethan? Hä? Brücke. Damm. Kirche. Dieser Ort. Geschichten. Fallen und Schädel. Ha? Haus der Portale. Der Hexenwald. Was? Okay. Es sieht so aus, als wäre ich nicht... Wäre ich nicht fertig. Fallen. Dieser Ort. Moment, jetzt muss ich mal gerade... Das ist der Hexenwald. Das habe ich erledigt. Das Haus der Portale. Genau. Ah ja, genau. Das habe ich auch erledigt. Das war dieses Rätsel. Da oben war das mit den Fallen. Das habe ich offenbar erledigt. Aber was ist das da rechts? Hier, das da. Seht ihr es? Was ist das da rechts? Und was ist das da unten? Wisst ihr was? Ich mache mir jetzt mal gerade, ohne dass ihr es mitbekommt, ein Foto auf meinem Handy, damit ich weiß, wo ich noch hin muss. Oh, super Qualität. Nicht. So, ich muss das mir jetzt trotzdem weiter angucken. Den Pfeil, den Pfeil, den Pfeil. Da unten ist ein Fragezeichen. Da oben. Was ist das da? Da geht's über den Damm. Da hinten, da hinten ist diese Brücke, über die ich am Anfang gekommen bin. Das heißt hier, da oben in der Ecke, da muss ich nochmal hin. Ich gehe nochmal ganz da oben in die Ecke. Ach du Scheiße. Da muss ich nochmal hin. Okay, und was ist das da? Das ist ja quasi direkt hier am Damm. Okay, ich muss nochmal da oben hin. Ganz zurück. Oh Gott. Na gut. Dann gucken wir mal, was es damit auf sich hat. Und wenn ich alles herausgefunden habe... Ne, die Tür schließen wir nicht. Warum sollten wir? Dann muss ich hier an diesen Ort zurückkehren. Wahrscheinlich wäre hier jetzt das Finale quasi gewesen. Hätte ich alles gemacht. Nun gut. Was gibt's denn hier noch an diesem Ort? Laut Karte gibt's hier also gar nichts mehr, ne? Wir können jetzt hier noch ein bisschen sinnlos um diesen See herumlaufen. Aber wir gehen einfach mal zurück.
Habe ich da am Anfang irgendwas übersehen? Wahrscheinlich. Na gut. Na, ja, ich bin gespannt. Aber es ist schon cool, oder? Aber das sieht ja dann fast so aus, als wäre das Spiel bald vorbei. Oder? Dann wäre das aber ein sehr, sehr kurzes Let's Play. Und was für eine bombastische Ankündigung, auch auf der Gamescom und so weiter. Dass es dann am Ende nur so was, naja, sehr kurzes ist. Na gut, wir wollen uns mal noch nicht ins Boxhorn jagen lassen und müssen ja auch erstmal das hier alles zu Ende kriegen. Ich bin gespannt, wie es am Ende ganz ausgeht. Wer ist Paul Prospero? Einfach nur irgendein Detektiv? Das klingt irgendwie zu unwahrscheinlich. Platsch, platsch, Hose nass. Jetzt haben wir mal ein gutes Stückchen zurückzulegen, ne? So, gut. Da hinten ist noch irgendein Rätsel. Wahrscheinlich. Hinter dem Haus. Und ganz, ganz am Anfang. Gucken wir jetzt mal hier in der Ecke, ob sich hier noch was für uns versteckt. Wir gehen ein bisschen am Flussufer. Naja, wir gehen nicht am Flussufer entlang. Seltsam alles. Na gut. Dann fahren wir mit dem Aufzug nach oben. Ja, müssen wir ja. Sonst müssten wir wieder durch die ganze Mine latschen. Ich glaube kaum, dass das beabsichtigt ist, wäre. Na gut. Ab nach oben. Aber da war eine Stelle, die war mit Fragezeichen gekennzeichnet auf der Karte. Erinnert ihr euch? Die war unten links. Na gut, aber wir gehen jetzt erstmal ganz zum Anfang zurück. Dahin, wo ich nämlich, ja, weiß, wo ich ungefähr hin muss. Ich kann mich nämlich schwach erinnern, dass es da eine Stelle gab, wo diese Straße die Schiene der Tram kreuzte. Und ich mich entschieden habe, rechts zu gehen. Und dann bin ich dieser Sache auch gar nicht weiter nachgegangen. Deswegen gucken wir jetzt nochmal. Haben jetzt natürlich nochmal ein ordentliches Stück zurückzulegen. Guck, da hinten ist die Brücke. Seht ihr sie? Gut, aber das schaffen wir schon, oder? Wir beißen die Zähne zusammen und flitzen dahin. Das letzte, was da als Fragezeichen markiert war, das weiß ich nicht, was das sein soll. Das muss da in der Ecke sein. Den Hexenwald haben wir ja auch erledigt, ne? Der war auch irgendwie voll seltsam. Da konnte ich jetzt gar nicht so mit anfangen. Genau, hier können wir zum Beispiel mal lang. Ah ne, da waren wir ja schon. Oh, jetzt müssen wir echt voll den Weg zurück. Diese Psychomusik, ne? Die macht einen schon ein kleines bisschen wahnsinnig. Klitzekleines bisschen.
wundervoll. Ich möchte etwas Wichtiges sagen, aber ich spreche es gar nicht erst aus. Weil sonst passiert es nämlich doch. Ich sage nur, Stabilität des Spiels. Mehr sage ich dazu nicht. Spielzeit über einer Stunde. Ohne Zwischenfall. Vielleicht haben die Updates, die das Spiel mitgebracht hatte, plötzlich doch noch was gebracht. So, dann sind wir hier wieder bei dem Leichnam. Aber... Boah, was wir jetzt wieder hier für eine Strecke zurücklegen, ne? Hier ging es nämlich auch noch weiter. Bam. Oh ne, sag jetzt nicht, hier gibt's nichts. Nein, ne? Oh nein, hier gibt's gar nichts. Hier gibt's nichts. Jetzt bin ich hier umsonst. Ich bin auch jetzt nicht hier umsonst hingegangen. Aber da oben war ein ziemlich weitläufiger Wald. Das weiß ich noch. Da bin ich ja dann auch einmal reingegangen. Am Anfang. Und dachte, huch, hier kann man sich aber ordentlich verlaufen. Vielleicht muss ich ja dahin. Ja, klar muss ich dahin. Denn hier geht es rein. In diesen Wald. Und da gucke ich jetzt mal. Ja, wird es ja noch irgendwas geben, was ich zu erledigen habe. Irgendwas Seltsames. Was ist das für ein Geräusch gewesen? Habt ihr das gehört? Es kam... Oh, das sind... Oh Gott. Das klingt aber sehr bedrohlich hier. Ich höre hier doch was. Hier muss noch irgend... Ah, guckt mal. Bist du? Shit, ich habe ihn aus den Augen verloren. Okay, das hier ist das Rätsel. Was ist das Seltsames? Alte Schwede. Hier verläuft man sich aber auch volles Rohr. Oh Mann. Blöd, dass es hier keine Karte gibt, ne? Ich drück mal auf MB Map. Nee. Ah, hier ist es wieder. Das ist ja irgendwie total surreal. Oh, wo bist du? Hier oben? Ja. Da. Oh Mann. Was ist das? Hat es damit auf sich? Da. Oh, ganz da hinten.
Nein, ich kann nicht. Ach du Scheiße. Was ist das? Einfach krass. Bin ich hier von Aliens entführt? Wenigstens schön gepolstert. Krass. Bin von Außerirdischen entführt worden. Ist das ein Traum? Ach, ich kann mich ja bewegen. Das ist ja nicht schlecht. Fangzähne. Die Bestie hatte Fangzähne, war aber schwer und langsam. Als sie das Licht am Himmel sah, wartete sie und dachte, das Licht würde ausgehen wie die anderen davor. Als das nicht geschah, stand die Bestie auf und ging zu dem Ort, an dem das Feuer noch immer brannte. All das orangefarbene Licht erlosch, nahm erneut seinen Platz ein, als meine ich. Dieses war blau, ein helles und reines Blau, das das Geschöpf bisher nur bei den Rändern von Sternen sah. Die Bestie zeigte ihre Fangzähne und das Licht verschwand. Kurz darauf tauchte das Licht zwischen zwei entfernten Bäumen wieder auf. Die Bestie wollte nach Hause gehen, konnte das Licht aber nicht ignorieren, deshalb verfolgte sie es tiefer in den Wald. Das Licht blieb schließlich auf einer Waldlichtung stehen. Die Bestie betrat den Kreis und spürte dabei keinerlei Furcht. Die Bäume wendeten sich der Bestie zu, zeigten wie Nadeln auf sie, doch die Baumwipfel neigten sich und gruben in den Boden. Die Stämme und Wurzeln wurden in die Luft gehoben und wie Mauern um die Bestie geschlossen. Als der Boden verschwand, begriff die Bestie, dass sie ihre Fangzähne nie wieder benutzen würde. Das sieht einfach aus wie eine Geschichte, die der Ethan Carter geschrieben hat. In der nächsten Folge sehen wir, wie es mit diesem ganzen seltsamen Kram hier weitergeht. Bis dann, tschüss.